Ob er weiß, wo Edward Snowden ist, verrät Präsident Obama nicht. Sein einziger Kommentar knapp und betont gelassen. Wir nutzen alle legalen Mittel und sprechen mit mehreren betroffenen Ländern, damit Recht und Gesetz eingehalten werden. Aus dem Weißen Haus heißt es, man gehe davon aus, dass Snowden sich noch in Moskau aufhalte. Russland solle ihn umgehend in die USA zurückschicken. Darum bemüht man sich nun auf allen diplomatischen Kanälen. Der Ärger mit Russland wird deshalb zwar angesprochen, derzeit aber noch in moderatem Tonfall. Ich kann derzeit nicht sagen, welche Absichten Russland hat. Ich kann Moskau nur auffordern, nach bestehenden Gesetzen zu handeln. Das ist in unser aller Interesse. In Richtung China dagegen heißt es mit undiplomatischer Schärfe, wir nehmen es Hongkong und Peking schlicht nicht ab, dass man Snowden wegen Formfehlern hat ausreisen lassen. Das war offensichtlich eine politische Entscheidung und wird ohne Zweifel die Beziehungen zwischen China und den USA sehr belasten. Ob Snowden nun nach Ecuador unterwegs ist oder nicht, die Liste der Regierungen, die bereit sind, die mächtigen USA offen zu brüskieren, ist derzeit für Obama beunruhigend lang.